Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder ein Systemvorstellungsvideo und das System, das ich vorstelle, hat was mit einem Flaschengeist zu tun. Auf Englisch eben einem Genie oder Genie in a Bottle. Kennt man ja vielleicht, hat Christina Aguilera vor ein paar Jahrzehnten auch mal drüber gesungen. Und deswegen habe ich hier eine Flasche und ich habe hier so einen Lappen und man muss ja nur an der Flasche reiben und dann kommt der Flaschengeist, also der Genie, da raus. Und das mache ich jetzt einfach mal. Kräftig reiben. Geht auch bestimmt mit dem Portwein hier. Und tada, da ist unser Genie. Genauer gesagt, es ist ein Color Genie. Es ist ein EG 2000 Color Genie. Oder noch genauer gesagt, es ist ein IECA EG 2000 Color Genie. Ja, um dieses schöne Gerät soll es gehen. Gleich vorweg, dieses Gerät ist eine Spende an den Kanal gewesen von Bernd. Nochmal herzlichen Dank dafür, Bernd. Das war sehr liebenswürdig. Und ich habe viel Spaß mit diesem Gerät gehabt. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß daran zu erfahren, was das eigentlich ist. Ich kannte dieses Ding vorher ehrlich gesagt nicht wirklich. Also bestimmt ist es mir mal über den Weg gelaufen irgendwo, dass ich es mal gesehen habe in irgendeinem Bild oder sowas. Aber an sich war es mir unbekannt. Und jetzt ist es mir ein bisschen bekannter. Vor allen Dingen sind mir die Innereien sehr bekannt. Kommen wir dann später zu, was ich daran alles machen musste. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Gerät an sich. Erstmal der Name. Das ist ein bisschen, ja, ich sag mal, widersprüchlich meiner Ansicht nach, weil das Ding ist halt eigentlich Englisch benannt, dann ist es Color Genie und damit ist es der Genie, der Geist im Sinne von der Geist aus der Flasche und nicht das Genie, weil das wäre Genius, dann müsste es Color Genius heißen. Im Deutschen hat man das Teil aber oft das Genie genannt, also das Color Genie und ich nenne es aber der Color Genie, weil für mich ist es der Geist, der Genie, der Computer und nicht das. Das nur vorweg, also wer der Meinung ist, das Ding müsste das Color Genie heißen, der muss sich das jeweils immer andersrum denken, wenn ich das dann sage. So, und was ist das überhaupt? Es mutet so ein bisschen an wie der C64 mit den Funktionstasten hier und mit diesen Grafiksymbolen auf den Tasten hier vorne. Also es hat so ein bisschen so eine 64er-Anmutung, finde ich. Aber es ist natürlich keiner, es ist was völlig anderes. Und was es ist, darauf werden wir jetzt genauer eingehen in diesem Systemvorstellungsvideo. Es wird auch noch ein Video zur Software folgen und ich habe auch noch ein Video vor zur Programmierung. Aber jetzt erstmal das Gerät. Diese Color Genie-Reihe wurde von der Firma IECA produziert. Das schreibt sich EACA, also wie Electronic Arts mit dem CA hinten dran. Und es war eine Hongkonger Firma und die haben dieses Gerät 1982 auf den Markt gebracht. Die haben vorher schon den Video Genie produziert und der Video Genie war kompatibel zum Tandy TRS-80 oder TRS-80. Das war so diese Dreifaltigkeit der Rechner. Da gab es Apple II, Pad und dann gab es diesen Tandy TRS-80. Und dazu war der Video Genie kompatibel. Wurde zum Beispiel in Australien als DICSmith System 80 vermarktet. Darüber findet man ein paar Videos im Internet. Also jetzt, wie gesagt, nicht dieser hier, sondern der Vorgänger sozusagen. Oder Vorgänger kann man nicht mal unbedingt sagen, aber halt der Video Genie. Aber hier soll es um Color Genie gehen und Color Genie ist im Prinzip, wenn man so will, der Nachfolger vom Video Genie. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er eben Color hat. Das hatte der Video Genie eben nicht. Der hatte zwar Video, aber keine Farbe. Color Genie hat jetzt auch Farbe. Und das bringt man hier auch in dieser farbenfrohen Schrift freudig zum Ausdruck. An der Stelle teilt sich diese Kompatibilität. Das heißt also, die IECA-Geräte verfolgen im Prinzip weiter diese TRS-80-Schiene, wohingegen Tandy dann mit dem TRS-80 Color Computer, den gab es dann nämlich auch, auf eine völlig andere Hardware-Basis wechselte. Also die sind dann weggegangen von dem Z80, den der TRS-80 noch hatte, hin zu einem 6809 von Motorola, den dann der Color Computer hat. Also diese Tandy-Geräte waren dann untereinander nicht mehr kompatibel in dem Moment, als sie Farbe eingeführt haben. IECA hat im Prinzip diese ursprüngliche Video Genie-TRS-80-Architektur hier drin weitergeführt. Dieser Color Genie ist nicht mehr kompatibel mit dem Vorgänger oder sagen wir mal auch nicht kompatibel vor allen Dingen mit dem Tandy Color Computer. So, wenn das ein Hongkonger Computer ist, wie kommt der überhaupt hierher? Wie kommt der nach Deutschland? Und das ist im Wesentlichen der Firma Trommelschläger Computer GmbH oder kurz TCS für Trommelschläger Computer Studio Computer GmbH. Die Namen werden in den Quellen irgendwie bunt gemixt. Also ich nenne es in der Folge wahrscheinlich mal allgemein Trommelschläger, weil es das quasi der Nachname des Firmeninhabers ist. Ja, es ist mal TCS, mal ist es die Trommelschläger Computer GmbH, mal ist es das Trommelschläger Computer Studio, dann ist es TCS Computer GmbH. Es ist immer alles Mögliche. Ich weiß nicht, wie es eigentlich richtig wäre, aber ich sag mal, Trommelschläger Computer GmbH klingt vernünftig und ich nenne es einfach in Zukunft hier Trommelschläger. Verkauft wurde das Teil auch teilweise von einer Firma Schmidtke aus Aachen, aber den Vertrieb an sich hatte eben die Firma Trommelschläger. Und wie ist es dazu gekommen? Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Fred Trommelschläger, das ist der Inhaber von Trommelschläger Computer GmbH, war Flieger, das heißt, der flog Flugzeuge.
Und der hatte früher schon, ich glaube ab 69 oder sowas, einen Vertrieb von so elektronischen Bauteilen. Also ein bisschen Elektronikaffinität war schon da. Den hat er dann aber 1980 aufgegeben. Und was er auch gemacht hat, ist, er hat Flugzeuge aus den USA importiert. Er war Generalimporteur für irgend so eine Flugzeugmarke aus, ich weiß nicht, Texas oder irgendwie sowas. Jedenfalls hat er diese Flugzeuge sozusagen überführt. Und weil in diesen Flugzeugen ja außer ihm sonst nichts drin war, hat er da Platz gehabt. Und da hat er einfach Tandy TS-80-Computer eingeladen dann, um die dann in Deutschland zu verkaufen, weil er die dadurch quasi zu einem super guten Preis hier verkaufen konnte. Und das hat auch eine Weile gut funktioniert. Also er hat hier den, ich will nicht sagen den Tandy-Vertrieb gemacht, er hat aber halt hier eben Tandy-Computer zum guten Preis verkauft. Und die offiziellen Tandy-Händler, die es in Deutschland damals durchaus auch gab, die fanden das nicht so toll, weil die diesen Preis halt nicht halten konnten. Das heißt, die waren immer teurer als Trommelschläger und das nervte die. Und dann gab es eine Hannover Messe, ich weiß nicht, welche das war. Vermutlich wird es die 82er oder 81er gewesen sein. Wahrscheinlich die 81er eher. Und auf dieser Computermesse ist der Trommelschläger einem dieser Tandy-Vertriebspartner hier in Deutschland quasi in die Arme gelaufen und der hat halt gesagt: Haha, du doofer Trommelschläger, du. Ich habe hier eine Firma gefunden, nämlich eben IECA. Die verkaufen ein Tandy-kompatibles Gerät. Das ist aber viel billiger als der Tandy TS-80. Das wird dir dein Geschäft kaputt machen. Da siehst du jetzt, was du davon hast. Ja, und das war jetzt, sage ich mal, nicht so der Smart Move von dem Typen. Trommelschläger ist dann nämlich über die Messe gelaufen, hat diese Firma gesucht, hat dann irgendwann diese Firma IECA gefunden und hat sich gedacht, hey, das ist ja cool, dann biete ich denen einfach mal den Vertrieb für Deutschland an. Und das hat er gemacht und von da an hat er dann eben diese IECA-Geräte vertrieben, anstatt den TS-80-Dingern, die er mit dem Flugzeug rübergefahren hat. Und so wurde das, von dem man eigentlich dachte, das bricht ihm das Genick, wurde sein Geschäft. Und dadurch hat er diese Video-Genie, die hießen dann hier in Deutschland nicht Video-Genie, die hießen dann Genie 1 und 2. Die unterschieden sich im Wesentlichen dadurch, also das Genie 1 vom Genie 2, das Genie 1 hat einen eingebauten Kassettenrekorder hier drin und das Genie 2 hatte stattdessen hier einen 10er-Block drin. Das war der einzige Unterschied. Ansonsten waren das halt TS-80-kompatible Computer. Und danach eben der Color-Computer, dann kam noch ein Genie 3. Aber da gehen wir vielleicht ja gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Aber das ist so die Geschichte, wie diese Geräte quasi in Deutschland angekommen sind. Und das führt auch dazu, dass sie in Deutschland in Anführungsstrichen relativ beliebt waren. Sie kamen natürlich nicht an die Verkaufszahlen anderer Geräte heran. Zu den Verkaufszahlen komme ich später nochmal. Aber sie waren nicht völlig erfolglos. Also Trommelschläger hat sich da schon bemüht, ich sag mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten so ein Ökosystem, um diese Genies herum aufzubauen. Und es hat eine Zeit lang ganz gut geklappt, weil 1983 war es schon wieder vorbei mit IECA. Die sind dann nämlich pleite gegangen, weil der Chef von IECA hat sich leider bei so ein paar Immobilienspekulationen in Hongkong da ein bisschen verhoben, wurde dann wohl polizeilich gesucht und hat sich dann mit 10 Millionen Dollar nach Taiwan abgesetzt und man hat ihn nie wieder gesehen. Damit war dann IECA auch pleite, weil das war letztendlich deren Geld und dann war halt Ende. Chef weg, Geld weg, IECA weg. Und das war für Trommelschläger natürlich auch ein harter Schlag, weil jetzt war auf einmal der Hersteller seiner Rechner weg. Und er hat dann noch Restposten verkauft eine Zeit lang und er hat dann noch versucht, mit einem Genie 3S, was eine Eigenentwicklung war, was zu reißen. Das war CPM-fähig, kostete allerdings auch fast 7000 Mark. Allerdings immerhin mit Monitor und zwei Laufwerken. Es gab noch ein Genie 16. Das war dann so eine Art PC-kompatibles Gerät, IBM-PC-kompatibel. Also richtig kompatibel war es eben nicht. Und ja, es war dann auch letztendlich nicht wirklich erfolgreich. Kostete 1984 6000 Mark. Also davon hat er dann nicht mehr allzu viele verkauft. Und so meldet die Firma Trommelschläger dann im Sommer 1985 Konkurs an. Und Trommelschläger macht dann weiter mit der Phoenix oder Phoenix Computer GmbH und Co. KG und dem Vertrieb von ganz normalen IBM-kompatiblen PCs, die er auch irgendwo aus, keine Ahnung, Taiwan oder so bezogen hat. Und auch diese Firma wird aber 1993 aufgelöst und danach verliert sich zumindest für mich die Spur. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kam. Ich habe nichts mehr gefunden. Aber das ist so im Wesentlichen die Geschichte, warum es diese Geräte hier überhaupt in Deutschland gibt. Und wie die hierhergekommen sind und ja, ein bisschen die Geschichte der Firma Trommelschläger. Woher man die Geschichte der Firma Trommelschläger kriegt, da sage ich noch was zu, wenn ich zu der Literatur komme. Ja, dann gehen wir erstmal um das Gerät drumherum und machen dann die technischen Daten. Also wir haben hier natürlich, ne, wie es von vorne aussieht. Wir haben hier die Power-LED, Typenschild, Funktionstasten, Tastatur. Wie gesagt, mit diesen Grafiksymbolen hier vorne dran erinnert das sehr stark irgendwie an den C64. Wir haben aus irgendwelchen Gründen eine riesige 1-Taste. Ich weiß nicht, warum die so fett sein musste, keine Ahnung. Aber ansonsten, hier ist die Shift-Lock-Taste, ansonsten ist es relativ ähnlich. Die Cursor-Tasten sind unüblich angeordnet. Hier ist links, rechts, hier ist oben, unten. Ja, das ist ein bisschen komisch. Wenn ich in dem Software-Video mal die Spiele zeige, werde ich darauf auch nochmal eingehen, warum das ein bisschen doof ist, dass sie so angeordnet sind. Dann haben wir hier bei diesem Exemplar hier einen Lautsprechergrill, der ist bei allen da,
Aber manche haben da keinen Lautsprecher hinter. Der hier hat einen Lautsprecher dahinter und deswegen hat er auch diesen Schalter. Damit kann man den Lautsprecher an- und abschalten. Den haben nicht alle. Genauer gesagt habe ich den auf Fotos von diesem Color Genie nie gefunden. Aber ich habe einen Text gefunden, wo beschrieben wurde, dass es diesen Schalter gibt. Also ich gehe nicht davon aus, dass der nachgerüstet wurde. Ich gehe davon aus, dass Trommelschläger den schon so eingebaut hat, aber vielleicht nicht bei allen, vielleicht bei den ersten. Das ist ein relativ frühes Modell und ja, damit kann man eben den Lautsprecher abschalten. Was auch ganz nützlich ist eigentlich. Ja, dann gehen wir mal hier zur Seite. Hier haben wir einen Parallelport. Da kann man so Joysticks anschließen, die es dafür gab. Also der hat keine normalen Joystick-Ports. Es gab so extra Joysticks für den Color Genie, so Analog-Sticks. Habe ich auch keinen, habe ich noch nie gesehen, aber die konnte man theoretisch da anschließen. Der ist ein bisschen verbogen hier, aber macht nichts. Ich habe eh nichts, was da dran kommt. Hier konnte man, wie es damals halt cool war, ein Lightpen anschließen. Hier hat man einen seriellen Port. Hier hinten haben wir nicht beschriftet den Tape-Port. Also da kommt die ja, Kassettenlösung, Speicherlösung dran. Hier haben wir einen Erweiterungsport, so ähnlich wie der Cartridge-Port beim C64. Also es ist irgendwie eine Art Cartridge-Port. Ich weiß aber wirklich nicht genau, was da reinkommt. Es gab Diskettenlaufwerke wohl irgendwie über eine Zusatzsteckkarte. Kann sein, dass das da reinkommt. Vermutlich, weil über den Parallelport wird es wahrscheinlich nicht gelaufen sein, aber man weiß es nicht. Dann haben wir hier theoretisch den Antennenausgang, der ist hier nicht mehr dran, da komme ich gleich zu, wenn ich sage, was wir an dem Gerät gemacht haben. Wir haben hier Audioausgang, wir haben hier Composite-Videoausgang, hier ist der Powerschalter an-aus und hier ist ein fest eingebautes Stromkabel drin und hier ist ein bisschen Dreck, der nicht abgegangen ist. So, und an der Seite hier haben wir nichts. Dann kommen wir zur Unterseite, da ist auch nicht viel los. Da haben wir hier die Seriennummer. 1982 kann man hier sehen, also es ist ein relativ frühes Gerät. Und hier 2473 ist die Seriennummer und hier Color Genie EG 2000 PAL-Version von IECA Computer made in Hongkong. Wir haben hier leichte Verfärbung, hier klebte irgendwas drunter, so eine Art Pattex oder sowas, das hier auch. Das habe ich weggemacht. Ich weiß nicht genau, was das sollte, aber ja, war wohl irgendwo festgeklebt, das gute Stück. Und hier sieht man, also wie man das sehen kann, hier sieht man so eine Verfärbung. Da saß der Trafo. Saß deswegen, da sage ich auch noch gleich was zu. Genau, und das sind die Sachen, die er hat. Es gab an Zusatzhardware, wie gesagt, theoretisch diese Joysticks. Das war eine IECA eigene Lösung, aber die dürften unobtainium sein, die wird man nicht mehr kriegen. Ich weiß nicht, ob es für diesen Lightpen-Port was gab. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was in diesen seriellen Port kam. Ich nehme an, die Diskettenlösung kam irgendwie in diesen Cartridge-Port, aber auch das weiß ich nicht verlässlich. Die Quellen sind da ein bisschen vage teilweise, fand ich, was das angeht. Aber ja, im Wesentlichen sind das so die Ports. Also portmäßig würde ich sagen, ist er ganz gut ausgestattet. Abgesehen von der Tatsache, dass er halt keinen vernünftigen Joystick-Port hat, sondern da irgendwie diese Analog-Extra-Lösung machen muss. Es gab noch eine andere Lösung für die Joysticks. Da komme ich auch noch mal drauf. Ich glaube, im Zuge der Zeitschriftengeschichte. Ja, das ist es im Wesentlichen. So, die Innereien des Ganzen. Ich kann hier mal ein Bild vom Board einblenden, wie das aussieht. Da ist im Prinzip nicht so viel drauf. Also da sind viele Logikbausteine drauf. Da ist der Prozessor drauf, da ist der Soundchip drauf. Da ist so eine Art Videochip drauf. Und ansonsten sind da im Wesentlichen Logikbausteine drauf und das RAM natürlich. Das ist wie gesagt eine etwas ältere Platine, ein etwas älterer Color Genie. Das sieht man auch an dem Board. Das hat unten, ich zeige hier mal ein Bild von unten, so ein paar Flickkabel noch, die waren da ab Werk wohl dran. Das haben spätere Boards dann nicht mehr. Spätere Color Genies haben hier auch noch so eine Anzeige drin, die quasi den Pegel des Kassettenlaufwerks sozusagen anzeigt. Also ob das gerade gut eingestellt ist, ob man damit gut laden kann oder nicht. Das hat der hier nicht. Ja, also technische Daten. Wir haben hier eine Z80 CPU drin, genau wie in dem Tandy TS80 auch. Also wie gesagt, IECA hat diese Tradition weitergeführt. Tandy hat es dann nicht mehr gemacht, aber IECA schon. Der wird getaktet mit 2,2 MHz. Das ist für ein Z80 nicht gerade besonders rasant. Üblicherweise liefen die so mit 3,5 oder 4 im Spektrum oder im CPC waren die höher getaktet. Also da bringt das hier nicht so richtig. Er hat 16 Kilobyte ROM. Da ist ein Basic drin und dieses Basic ist tatsächlich noch weitestgehend kompatibel zu dem Basic von dem Video Genie, beziehungsweise Genie 1 und 2, beziehungsweise zum TS80 und kann die Basic-Programme, die dafür gemacht sind, hier drauf ausführen. Das sollte funktionieren.
Er hat 16 Kilobyte RAM. Die sind erweiterbar auf 32 Kilobyte. Ich meine, spätere Geräte hatten diese Erweiterung im Allgemeinen drin. Das ist so eine Steckkarte. Ja, Steckkarte. Also es ist so eine Platine, die steckt man auf. Die Pfostenstecker dafür sind vorgesehen. Die sitzt über den anderen RAMs drüber. Kann ich auch hier im Bild zeigen, wie das aussieht. Und damit hat er 32 Kilobyte RAM und das ist auch gleichzeitig seine maximale Ausstattung. Mehr geht nicht. Also, wo der C64 zu der Zeit schon 64 hatte, hatte er hier 32. Und damit hat er sogar weniger als die Genie 1 und 2 maximal haben konnten. Ich meine, die konnten maximal 48 haben. Hier sind wir auf 32 begrenzt. Er hat einen Bitmap-Modus, also wo man jeden Punkt einzeln setzen kann. Der ist aber relativ unattraktiv. Der hat 160 mal 102 Pixel, also ist ziemlich grob aufgelöst und kann auch nur vier Farben darstellen. Deswegen sind die meisten Sachen tatsächlich im Textmodus gehalten. Im Textmodus haben wir 40 mal 25 Zeichen, also genau wie der C64 auch. Mit den neuen ROMs, das sind die, die hier drin sind, die alten ROMs hatten nur 40 mal 24 Zeichen. Davon sind 128 Zeichen frei definierbar. Und das ist auch das, was zum Beispiel die Spiele machen. Und so kommt man dann auf 320 mal 192 Bildpunkte insgesamt über die Zeichensatzgrafik. Ich habe auch noch irgendwas gefunden von 400 mal 224. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Also vielleicht kann man da irgendwie noch echt Tricks machen oder so. Weiß ich nicht, was das soll. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber das stand da halt auch irgendwo. Gilt wie gesagt nur für die neuen ROMs. Die älteren haben nur eine geringere Auflösung unterstützt. Er hat keinen richtigen Videochip. Was er hat, ist ein Motorola 6545 CRT-Controller. Das ist im Prinzip so etwas Ähnliches, wie zum Beispiel der CPC auch drin hat. Der hat auch in dem Sinne keinen Videochip. Also keinen dedizierten Chip, der für die Grafik an sich verantwortlich ist, in dem Sinne, sondern was dieser Motorola CRT-Controller macht, ist, der stellt die Timings zur Verfügung und der generiert Speicheradressen. Also man kann den über zusätzliche Elektronik auf der Platine sozusagen benutzen als ein Generator für verlässliche Videotimings und verlässlichen Speicherzugriff. Aber er ist an sich nicht dafür da, ein Bild aufzubauen. Das Bild selber muss irgendwo anders herkommen. Das kommt hier aus diesen ganzen Logikchips. Beim Color Genie ist die Schaltung, die das macht, offensichtlich nicht sehr ausgeklügelt. Da kommen wir dann auch nochmal drauf, wenn ich sage, was ich an dem Gerät gemacht habe. Dieser 6845-Chip, der war eigentlich auch nur für Zeichensatzgrafik gedacht von Motorola. Der kann über so ein Hack, sage ich mal, so ein Hardware-Hack im Prinzip auch diese Bitmap-Grafik machen. Aber deswegen ist die hier nicht berauschend und ja, wird eigentlich nicht viel benutzt. Ich glaube, ich habe von den Spielen, die ich ausprobiert habe, benutzen drei oder so diese Bitmap-Grafik. Die ist auch, die kann ich nicht gut darstellen. Also das zeige ich dann auch mal in dem Software-Video. Die sieht sehr merkwürdig aus. Das liegt aber vermutlich irgendwie an dem Gerät oder an der Monitorlösung. Er hat 16 Farben. Man liest oft, er hätte nur 8 Farben, weil die zweite 8-Farbpalette quasi so aussieht wie die erste 8-Farbpalette, aber das kann ich nicht bestätigen. Also bei mir sehen die anders aus. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Vielleicht ist das die NTSC-Variante oder so. Da waren die Farben auch anders gemappt teilweise. Aber bei mir, ich habe hier 16 Farben. Die sind nicht sehr schön, aber es sind 16 Farben. Er hat einen ARRAY 38910 Soundchip. Das ist so im Wesentlichen dasselbe wie CPC, ST, MSX und so weiter hatten. Und damit war er soundtechnisch eigentlich ganz gut aufgestellt. Es gibt nur kaum was, was das nutzt, aber er hätte halt Sounds in der Qualitätsklasse des ST oder des CPC produzieren können. Ich habe zu diesen ARRAY-Soundchips ja schon öfter mal was gesagt. Ich bin da nicht so ein Riesenfan von, aber es ist immerhin von 1982 jetzt kein Mist. Also das ist schon eigentlich soundtechnisch ist das Ding schon ganz gut aufgestellt. Ja, zum Verkaufspreis vielleicht 1982, also dieses Gerät ist von 82 hat man dafür bezahlt 995 Mark. Ist nicht wenig, aber ist immerhin weniger als der C64 gekostet hat. Mitte 1984, das war dann aber schon nach der Pleite von Jecker, war runter auf knapp 600 Mark. Aber das waren dann eben, wie gesagt, auch nur noch Restposten, weil Jecker schon nichts mehr produziert hat, weil ja, Geschäftsführer abgesetzt, Taiwan und so weiter. Dann können wir vielleicht darüber zu den Verkaufszahlen und dann zu der Software kommen. Die Verkaufszahlen sind glücklicherweise tatsächlich ansatzweise nachzuvollziehen, zumindest für den Zeitraum von Januar 82 bis Dezember 83, denn es gab eine Diplomarbeit erfreulicherweise von einem Herrn Frank Seeger zum Thema Marketingstrategien im PC-Markt. Und was der gemacht hat, der hat sich die Firma Trommelschläger als Beispiel genommen für Marketingstrategien im PC-Markt und hat da drin in dieser Diplomarbeit Graphen mit den Verkaufszahlen gehabt. Und daraus kann man sie so grob extrahieren. Das mag mal plus minus ein bisschen sein, aber so grob kommt man dahin. Und das habe ich mal gemacht. Und da haben wir
für den Color Genie, der ab Juli 82 verfügbar war, 5170 Stück. Vom Juli 82 bis Dezember 83. Statistik danach gibt es nicht mehr, das dürfte aber nicht mehr allzu viel gewesen sein. Der Genie 1 und 2, was ja dem EHK Video Genie entspricht, der hat in der Zeit von Januar bis Dezember diesmal, weil den gab es schon vorher, 4680 Stück verkauft. Und der Genie 3, den gab es auch ab Juli 1982, der hat 643 Stück verkauft. Und das sind insgesamt, grob aufgerundet, 10.500 verkaufte Geräte von Color Genie, Video Genie, Genie 3 und so weiter. Das ist jetzt nicht super viel, dürfte ungefähr in den Regionen liegen, in denen sich der C116 von Commodore verkauft hat. Also im Prinzip ein Flop, wenn man es jetzt aus Commodore-Sicht betrachten würde, aber für ein mittelständisches Unternehmen. Ich glaube, die Firma Trommelschläger hatte damals um die 28 Leute. So stand das jedenfalls in der Diplomarbeit drin. Ist das okay, denke ich. Ja, davon kann man irgendwie leben, solange man halt diesen Markt so ein bisschen am Leben erhält. Und damit schwenken wir über zur Software. Denn in der normalen Softwarewelt fand dieses Ding im Prinzip nicht statt. Also man konnte nicht in den Laden gehen und für den Color Genie irgendwelche Software kaufen. Dafür waren einfach zu wenig Geräte verkauft. Man konnte aber durchaus Software kaufen, die musste man dann eben bestellen. Und zwar primär war das von der Firma Trommelschläger selber. Das war dann unter dem Label TCS. Ich habe hier auch was. Das ist das hier. Color Compiler, Color Assembler steht da drauf. Ich glaube, das ist nicht richtig. Was da eigentlich drin ist, ist ein Spiel namens Hectic. Das sind hier ganz normale TDK-Kassetten, auf die das gepackt haben. Dann haben sie hier ihr Label drauf gemacht. Und hier ist ein Basic Compiler. Dazu mache ich dann nochmal ein Programmiervideo. Also das. Und hier ist noch die Originalrechnung. Und mal gucken, ist da hier Datenschutz und so. Da steht der Name drauf. Ja Gott, aber ich glaube, das geht. Das ist der Empfänger, ist Herr, ich kann es nicht mal lesen, Bracht oder sowas würde ich sagen. Von 1983 ist die Rechnung einmal den Color Compiler für 89 D-Mark inklusive 13% Mehrwertsteuer. Ehrlich, hatten wir da 13%? Ich hätte gedacht, wir hätten 14. Bar erhalten von Trommelschläger Computer GmbH. Das heißt, er muss vor Ort gewesen sein und hat das da vor Ort irgendwie gekauft. Aber es stimmt halt nicht mehr mit dem, also das, was auf der Hülle steht, stimmt nicht mit dem überein, was hier drin ist. Hier ist kein Color Assembler drin, hier ist stattdessen dieses Hektik-Spiel drin. Aber ja, das ist also Software von der Firma Trommelschläger selber. Dann gab es noch Software von Schmidtke, wo ich vorhin schon mal sagte, dass die halt auch den Vertrieb gemacht haben. Da konnte man auch Software kaufen. Man wird das sehen in dem Software-Video, da werde ich Sachen zeigen und die kommen immer von den drei Kandidaten, die ich hier nenne. Und der dritte Kandidat ist der Verlag Heinz Hübben. Verlag Heinz Hübben hat sich auch im Wesentlichen auf Software konzentriert. Und sie haben eine Zeitschrift herausgebracht, die sogenannte Genie Data. Die beschäftigte sich mit Color Genie und Video Genie und so weiter. Die kann man sich im Internet runterladen. Die ist ein bisschen, ich sag mal, ja, ist jetzt nicht auf dem Niveau von einer Markt- und Technik-Publikation. Ich zeig mal hier, so wie die Werbeanzeigen für die Color Genie-Spiele darin aussahen oder für die Video Genie-Spiele. Die hat halt der Kollege Heinz Hübben einfach selber gemalt. Ganz lustig eigentlich. Sind mal mehr und mal weniger gut gelungen, aber ja, der hat da selber seine Zeichnungen für diese Spiele gemacht. Und das war dann eben in dieser Genie Data drin abgedruckt. Die gab es aber nur so knapp 2 Jahre lang. Dann wurde die eingestellt, weil sich es nicht mehr lohnte. Ansonsten findet man über dieses Gerät nicht viel. Ich habe Testberichte gesucht, ich habe nicht viel gefunden. Ich habe was von der Stiftung Warentest gefunden. Von 1084 meine ich. Und da haben sie den als mangelhaft bewertet, weil unter anderem seine Bildqualität so miserabel sei. Und das ist nicht ganz falsch, komme ich noch zu. Allerdings muss man zu diesem Stiftung Warentest auch sagen, die haben im Prinzip gesagt, alle Homecomputer sind Quatsch, braucht kein Mensch, der letzte Husten braucht man nicht. Was man braucht, ist ein Apple II, weil das ist ein Personal Computer. Der hat dann nämlich Diskettenlaufwerk und einen Monitor und kostet 4500 Mark und damit ist er viel besser. Und das ist, würde ich sagen, ziemlicher grober Unfug, weil ich kann auch den C64, den die mitgetestet haben, mit Diskettenlaufwerk und Monitor ausrüsten. Wenn ich aber natürlich einen C64 mit dem Kassettenlaufwerk am Fernseher angeschlossen antreten lasse gegen einen Apple II mit Diskettenlaufwerke und Monitor, ja, dann ist das nicht so ein ganz fairer Vergleich, auch preislich nicht. Also ich würde sagen, da hatte jemand einfach keinen Bock auf die Geräte und das merkt man auch in diesem Test. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, der einzige oder vielleicht gab es noch einen, weiß jetzt nicht genau, der damit mangelhaft abgeschnitten hat.
Sie haben sich auch zum Beispiel über die Farben beschwert, dass die Mist wären, dass die Bildqualität nichts taugt. Also ist nicht, hat nicht gut abgeschnitten. Aber 1084 war ja auch im Prinzip schon wieder nach der Pleite von IECA. Da war ja schon mit dem Color Genie nicht mehr so allzu viel los. Aber die Transparenz, dass das so ist, fehlte damals wohl. Sonst hätte man da schon von abgeraten. An sich schon, weil es halt eben einfach ein totes Gleis war. Ja, aber das sind so die Sachen, die ich gefunden habe. Es gab diesen Stiftung Warentestbericht und es gab die Genie Data. In der Genie Data, das wollte ich nochmal erwähnen, weil ich ja kurz die Joystick-Situation angesprochen hatte, da gab es eine Bauanleitung, um sowas anzuschließen. Also so einen normalen Atari-Style-Joystick. Und das fand ich erst ganz witzig. Dachte ich, hey, das kann man ja machen. Bis ich dann festgestellt habe, die Bauanleitung besteht darin, dass man hier das Kabel abknipst und diese Kabel einfach an den Tastaturanschluss lötet, so dass der Joystick quasi die Cursor-Tasten bedient. Ganz cool, dass es geht. Aber habe ich mir dann doch gespart. Man könnte man machen. Ich habe ja hier den Port frei für den Antennenstecker, der ja nicht mehr drin ist. Aber ja, das habe ich mir dann gespart. Aber das war da drin. Unter anderem war da sowas drin. Da war auch eine Bauanleitung zum Beispiel drin, wie man die Bildschirmausgabe verbessern kann über eine RGB-Karte, die man da bauen können sollte. Und da stand tatsächlich drin in dieser Genie Data, damit sie endlich mal ein vernünftiges Fernsehbild auf ihrem Color Genie bekommen. Also es war ihnen schon klar, dass das Bild Käse ist. Das kam aber nie. Also ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt, diese Bauanleitung ist nie aufgetaucht. Zur Literatur kann man sagen, es gibt, oder ich habe dieses Buch, Mastering the Color Genie. Das ist so ein bisschen so ein, ja, ist halt auf Englisch. Also es gab den auch in England, da wurde der von der Firma Lowe oder Low, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, vertrieben. War der aber auch nicht sehr erfolgreich, aber es gab immerhin dieses Buch. Und es ist so ein bisschen basic, ja, so ein bisschen, wie schließe ich den an? Ist nicht sehr tiefgehend, muss man sagen. Manche Sachen sparen sie sich, weil sie sagen, ja, das ist ja schon im Color Genie Buch, also im eigentlichen Handbuch beschrieben. Das eigentliche Handbuch habe ich aber nicht. Hier sieht man auch die Grafikzeichen, die er hat. Genau, also das habe ich. Und dann gibt es von Trommelschläger selber primär relativ viele Bücher. Halt das normale Handbuch, es gibt diverse Basic-Bücher, es gibt was über Assembler. Es gibt eine technische Dokumentation, das ist ganz gut, weil die kann man sich heutzutage noch runterladen. Und das war sehr nützlich beim Reparieren. Da sind nämlich, ich habe hier ein paar Sachen, da sind nämlich die Schaltbilder drin zum Beispiel. Oder auch, ups, da klebt Heißkleber drauf, weg damit. Oder auch hier die Portbelegung. Da kann man sich dann hier das Kabel für den Kassettenport auf der Basis bauen und so. Ja, das ist ganz nützlich. Aber dazu kommen wir gleich. Oder beziehungsweise jetzt, wenn ich sage, was ich an dem Gerät gemacht habe. Und es war eine verdammte Menge. Da habe ich einen extra Zettel. Den muss ich jetzt erstmal hier holen. Und dann schauen wir mal, was ich damit gemacht habe. Ich habe die Tastatur gemacht. In dem Sinne, dass sie viele Tasten nicht mehr funktionierten. Das ist der übliche Effekt, den man auch beim C64 manchmal hat. Das ist eine Tastatur, die ist im C64 relativ ähnlich. Die hat so Stempel, so carbonbeschichtete Stempel, Gummistempel. Die stempeln auf so eine Platine mit Goldkontakten. Kann ich hier Bilder zeigen, wie das aussieht. Und ja, diese Carbonkontakte, die werden einfach dreckig, spackig. Die schließen den Kontakt nicht mehr richtig. Und meine Lösung ist dann eigentlich immer, ich mache die mit so einem Carbonlack. Das ist so ein super schnell trocknendes Zeug. Das gibt es auch zum Reparieren von so Fernbedienungen und solchen Geschichten. Und den packe ich da drauf, immer top, 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 top. Und dann funktionieren die eigentlich wieder. Das führt dazu, also, na, das führt nicht dazu, das wäre jetzt Quatsch. Aber diese Tastatur hat aus irgendwelchen Gründen die Macke teilweise, dass sie prellt. Also man drückt die 1 und man kriegt dann zweimal die 1, aber ich würde sagen, das hat nichts mit der Reparatur zu tun. Das muss irgendwas Mechanisches sein, aber ist nicht so schlimm. Bei dem Tastaturreinigen und bei dem Tastaturreparieren ist einer der Tastaturstempel abgebrochen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher, irgendeiner hier. Weil sich offensichtlich irgendjemand überlegt hat, dass es eigentlich eine ziemlich coole Idee wäre, wenn man die nicht nur da drauf steckt, sondern auch irgendwie Patex drunter macht oder sowas. Also die waren teilweise da eingeklebt sozusagen. Und wenn man dann eben zieht, ja, dann kann es passieren, dass man das einfach abreißt, weil sich das Patex nicht löst und stattdessen löst sich das Plastik. Das ist bei einer Taste passiert, da habe ich wieder geklebt, funktioniert wieder, kein Problem. Dann habe ich LED-Schalter steckbar gemacht, weil sonst sind die halt fest angelötet und wenn man dann das Gerät aufmacht, dann hängen die da immer dran und man kann das nicht zur Seite legen. Die Tastatur kann man abziehen, aber die hängen hier fest dran. Deswegen habe ich die Kabel durchgeschnitten und ein Steckerchen zwischen gemacht, sodass man die einfach abstecken kann. Das ist alles noch nicht so dramatisch. Das Dramatische war letztendlich im Prinzip ja, zwei Dinge. Das eine war, und das war das größte Problem, war das Bild.
Als ich den angeschaltet habe, war es ein Bild da, aber es war eine Katastrophe. Also es war einfach nur eine flackernde, zuckende, blaue Masse, wo man ab und zu mal irgendwie ein Zeichen sehen konnte. Dann brach das komplett weg. Dann war einfach so blaues Geblinke und ganz üble Kiste. Ich habe mir dann angeguckt, den Quarz. Der war leicht außerhalb seiner Spezifikation. Das ist der gleiche, der auch im C64 seinen Dienst verrichtet, also von den Daten her. Von daher war es einfach, den zu tauschen. Da hatte ich Ersatz, also habe ich den getauscht. Jetzt ist einer drin, der seine Taktfrequenz wiederhält. Gebracht hat das nichts, was die Bildqualität angeht, aber ist einfach richtiger so. Dann gibt es genauso wie beim C64 so einen kleinen Trimkondensator. Kann ich hier vielleicht auch mal ein Bild zeigen, wenn ich eins finde. Der war kaputt, der trimmte nichts mehr. Den konnte man drehen, wie man wollte. Das hatte keinen Effekt mehr. Habe ich auch ersetzt durch einen aus meinem Fundus, weil auch die gibt es im C64, ganz praktisch, und dann konnte man den wieder eindrehen. Damit konnte man das Bild, ich sag mal, von blauem Geflacker auf ein bisschen weniger blaues Geflacker drehen, aber es war immer noch komplett unbenutzbar. Dann habe ich in dem Zuge, weil ich dachte, naja, vielleicht machen wir halt mal ein Recap. Ich mache es normalerweise nicht, aber ich habe die Kondensatoren getauscht. Effekt, wie immer, gleich null, hat nichts gebracht. Dann habe ich einen abgerissenen Keramikkondensator gefunden, kann ich auch hier zeigen, wo der saß. Der sitzt in dem Bildschirmschaltkreis. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier vielleicht. Das ist das Video-Interface irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob ich ihn. Nee, ich sehe. Ich weiß jetzt nicht, welcher es ist, ehrlich gesagt. Viele sind hier nicht. Vielleicht dieser hier. Ich glaube, dieser hier, der könnte es sein, da unten. Und der war zwar noch auf dem Board, aber das eine Beinchen war lose. Ich weiß nicht, wie das kommen kann. Also der saß, das sah man nicht. Man musste wirklich an dem Ding wackeln und feststellen, oh, der ist ja lose. Also das hat eine Weile gedauert, um den zu finden. Und da habe ich den wieder festgelötet. Ergebnis war dann, es flackerte immer noch ganz fürchterlich, aber die Schrift, die da so flackerte, sah ein bisschen besser aus. Vorher war das mehr so ein Raster aus Punkten und dieser Kondensator zieht dieses Raster so ein bisschen breit, sage ich jetzt mal fachmännisch. Und dann sah es ein bisschen besser aus. Wenn man den noch erhöht, ich habe damit mal ein bisschen rumexperimentiert, dann werden die Schriften noch breiter und dann sieht es ganz kacke aus. Aber genau, den haben wir gemacht. So, das war das. Das Bild war immer noch Käse. Also bin ich dann mit dem Oszilloskop losgezogen und habe mir angeguckt, was kommt da überhaupt vom Bildsignal raus. Und dazu muss man so ein bisschen was zu Composite vielleicht mal sagen. Ich male das jetzt nur ganz grob auf. Es gibt die unterschiedlichsten Darstellungen, wie dieses Composite-Signal aussehen soll. Ich kann sagen, wie es hier aussieht. Das ist im Prinzip, man hat hier halt dieses, das ist unten für die Synchronisation und dann kommt hier so eine Art Schwarzlevel quasi, dann kommt hier oben so eine Art Weißlevel, dann kommt hier noch irgendwas mit der Helligkeit und dann kommt hier letztendlich irgendwo das Bildsignal und dann ist hier wieder Ende und dann geht es hier wieder weiter. Also so sieht das eigentlich aus. Hier vorne definiert der im Prinzip, wo ist schwarz, wo ist weiß und dann kommen hier sozusagen die Bilddaten, so ganz grob. Und wie das hier aussah, war so. So. Und normalerweise ist das hier, sieht man das überhaupt? Ja, so ein bisschen, ne? Normalerweise sollte ich, sage ich mal, ist das hier so ungefähr 1 Volt, so grob. Und hier haben wir gehabt 400 Millivolt. So, und dann kann man sich vielleicht überlegen, das ist nicht so super gut. Das ist zum einen nicht so super stabil, weil es eben gar nicht die nötige Spannung hier rüber schiebt. Und zum anderen ist es halt, ja, die Abstände zwischen weiß und schwarz und das ist alles viel zu wenig. Also da kann der Fernseher nicht vernünftig was mitmachen und konnte er auch nicht so richtig. Ich bin froh, dass der Fernseher überhaupt irgendwas machen konnte, dass man gesehen hat, es ist wenigstens irgendein Bild da. Also bin ich losgezogen und habe das gesamte Board überprüft. Das sind alle diese Dinger hier. Ja, alle diese Chips habe ich mit dem Oszilloskop nachgemessen. Teilweise habe ich sie ausgelötet und sie überprüft, wenn sie mir komisch vorkamen. Alle in Ordnung. Dann gibt es hier eine PAL-Encoder-Platine, nenne ich es mal. Die erzeugt das eigentliche Composite-Signal. Zeige ich da auch mal ein Bild, wie die aussieht. Die habe ich dann untersucht. Um die zu untersuchen, habe ich erstmal diesen Video, also diesen TV-Modulator rausgeschmissen, weil den brauche ich sowieso nicht. Den benutze ich ohnehin nicht und der ist einfach im Weg, wenn man daran arbeiten will. Also habe ich das Ding entfernt. Und die Spannungsversorgung dafür totgelegt. Das kann man machen, da ist hier so ein Widerstand drin.
Den kann man einfach abklemmen, abbiegen und dann ist es tot. Wenn man das nicht macht, dann verheizt dieser Widerstand weiterhin Strom, wird fürchterlich heiß, das ist keine gute Idee, weil einfach quasi das ist sozusagen ein Teil eines Spannungsteilers und der andere Teil wäre sozusagen der Modulator, aber weil der nicht mehr da ist, fällt die Spannung da komplett ab und heizt diesen Widerstand, bis er kaputt ist wahrscheinlich. Also falls mal jemand in die Verlegenheit kommt, diesen Modulator aus diesen Dingern rauszubauen, trennt diesen Widerstand ab. Seht ihr dann schon. Also wer in der Lage ist, den Modulator da rauszunehmen, der findet auch diesen Widerstand. So, und dann das Parlencoder-Board. Das ist die Schaltung des Parlencoder-Boards. Habe ich auch, wie man hier sieht, hier sind die Signale eingezeichnet, alle Komponenten nachgemessen, teilweise rausgenommen, teilweise im Schaltkreis mit dem Oszilloskop gemessen. Alles okay. Aber das Signal ist halt trotzdem scheiße. Und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du machen? Und ich habe gedacht, vielleicht reicht es einfach, wenn ich es irgendwie schaffe, das hier hochzuziehen. Ja, dass das quasi, ich sag mal, hier einen Turm zu bauen, dass ich hier auf irgendwas komme, was nicht mal 1 Volt, aber ich sag mal 800 Millivolt oder irgendwie sowas ist, so dass ich hier quasi in einigermaßen, dann ist das immer noch ein bisschen niedrig, aber ja, dass es ein bisschen mehr aussieht wie das da. Ja, also ich habe keine Ahnung von Videosignalgenerierung an sich, aber das war so mein Gedanke. Ich dachte, wenn das halt so aussieht, dann sollte das eigentlich ja so aussehen. Wie kriegt man das hin? Habe ich ein bisschen an der Schaltung rumgeguckt, habe hier ein bisschen ausprobiert, wo welche Signale hier in diese, hier unten sind die Transistoren, die das Ganze dann letztendlich verstärken und dann hier halt zum Ausgang schicken. Und habe halt geguckt, was kommt hier von welcher Seite aus an und habe festgestellt, wenn ich hier einen zusätzlichen Widerstand darüber brücke, sodass ich quasi den Gesamtwiderstand von diesem Teil hier reduziere, dann passiert genau das. Dann ziehe ich das hier hoch. Also habe ich das gemacht. Dann habe ich hier noch einen Widerstand getauscht. Der entsprach in der Beschaltung auf der Platine nicht dem, was hier im Schaltbild steht. Es hat aber keinen wirklichen Effekt gehabt, aber ich habe es halt gemacht, so dass es so ist wie hier. Und hier habe ich noch einen kleinen 30 Picofarad Widerstand zwischen dem eigentlichen Videoausgang und Masse gesetzt. Der glättet so ein bisschen das Bild. Es geht auch ohne, aber wenn der drin ist, ist das Bild ein bisschen glatter. Das Bild ist immer noch kacke, aber. Ja, ein bisschen besser ist es dann. Also das sind die beiden Sachen, die ich am Parlencoder-Board gemacht habe. Einfach um dieses Signal, ich sag jetzt mal, so hinzufuschen, dass es ein bisschen mehr so aussieht wie das hier. Ich weiß nicht, was das eigentliche Problem an diesem Signal ist. Ich bin eigentlich durchaus der Ansicht, dass es besser sein müsste, als es ist. Aber ich habe wirklich jeden einzelnen Chip auf dieser Platine durchgetestet und die waren alle okay. Die Signale sahen alle in Ordnung aus. Ich habe da keinen Fehler finden können. Ich habe da Tage mit verbracht und irgendwann habe ich gesagt, okay. Machst es halt so. Kriegst du wenigstens ein Bild, zumindest auf meinem Monitor. Den sieht man jetzt hier nicht, aber der steht da. Der ist relativ genügsam, der stellt das dar. Meine Capture-Lösungen stellen das nicht dar, die scheitern daran nach wie vor, aber ist mir egal. Ich krieg ein Bild. Das heißt aber auch, dass das Software-Video vom Monitor abgefilmt werden wird. Das nächste dann. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe das Netzteil ersetzt dann letztendlich. Ich hatte es zwar erst einfach recapped, weil es einen ausgelaufenen Kondensator hatte, aber es wurde hier, man sieht hier diese Farbverfärbung. Es wurde sehr warm, nach wie vor. Und es machte vor allem das Gerät mörderschwer. Es ist immer noch nicht ganz leicht, aber es ist bei weitem nicht mehr so schwer, wie es war. Und ich habe es durch ein Meanwell ersetzt. Die Spannungen, die der braucht, sind 12 Volt, minus 12 Volt und 5 Volt, meine ich mich richtig zu erinnern. Und da gibt es von Meanwell, gibt es so Netzteile, die das liefern. Das passt hier nicht so richtig rein, sofern man nicht die Halterung für das alte Netzteil rausnehmen will. Das wollte ich aber nicht. Dann würde es aber exakt hier gut reinpassen. So ist es ein bisschen nach unten geschoben und passt gerade so mit der Tastatur hier. Also ist ein bisschen, ja, nicht super schön geworden, der Einbau. Aber es ist da jetzt drin und das funktioniert. Ja, das sind die Sachen, die ich daran gemacht habe. Also im Wesentlichen Tage damit verbracht, zu versuchen, diesem Ding ein Bild zu entlocken. Das war meine Hauptaufgabe dabei. Und dann noch der Netzteiltausch. Ach ja, nee, stimmt nicht. Es gab noch eine Geschichte. Das ist mir allerdings erst später aufgefallen. Auch ein Tipp für den zukünftigen Besitzer des Color Genies. RAM-Fehler. Kann man entweder im unteren Bereich haben, also in den unteren 16K, die auf dem Board sind, oder eben auf der Steckplatine, die oben drauf sitzt, die zweiten 16K für die 32K eben liefern. Und wenn man die auf den unteren hat, denke ich, wird es relativ schnell auffallen, weil dann wird vermutlich nicht viel funktionieren. Der obere Bereich wird aber erstmal so nicht benutzt vom Color Genie, sondern da muss man dann eben eine Software starten, die das benutzt, um festzustellen, irgendwie komisch. Und irgendwie komisch war es tatsächlich. Es ist bei vielen Sachen nicht aufgefallen, aber habe ich hier auch wieder einen Zettel, da steht es drauf, es ist mir aufgefallen, bei dem Spiel Saug.
Das werde ich in dem Software-Video zeigen. Es gibt das Spiel Saug und das Spiel Saug zeigt einen Titelbildschirm. Und wenn in diesen oberen 32K irgendwas kaputt ist, zumindest bei mir war es so, dann startet das Spiel zwar, aber dieser Bildschirm zeigt Blödsinn an. Da steht dann halt statt Highscore, steht dann da Hooksgrip oder irgendwie sowas, also irgendein Quatsch. Und das habe ich als Speichertest benutzt. Daran ist mir aufgefallen, okay, das stimmt was nicht. Alternativ kann man machen, wenn man den anmacht, macht er tatsächlich einen Speichertest und dann kann man printmem machen. Und wenn da etwas steht, was niedriger ist als das, was man haben sollte, was man jetzt haben sollte, weiß ich auch nicht auswendig, blende ich da oben ein, was man eigentlich bei 32K an freiem Basic-Speicher haben sollte. Wenn da weniger steht, dann hat er diese 32K nicht vollständig eingebunden. Das sagt er aber nicht. Also es kommt keine Errormeldung oder irgendwie ein Piepen oder sonst irgendwas. Man kriegt das nicht mit, nur über diese Ausgabe von diesem Mem, von dieser Mem-Variablen, was da drin steht, kann man sehen, ah, okay, es hat irgendwas mit dem 32K nicht funktioniert. Das so als Tipp. Also das habe ich auch gemacht, da war ein RAM-Baustein kaputt. Das sind 4116, meine ich. Die haben so eine merkwürdige Spannungsversorgung, die brauchen plus 12, minus 12 und 5 oder sowas. Und die, ja, da habe ich eingetauscht und dann war wieder gut. Dann war Saug auch, hatte dann wieder Highscore, so nicht Hibbingskriegen oder sowas. Also, das war ein paar Tage Arbeit an dem Ding, aber es hat jetzt funktioniert. So lala mit dem Bild, aber besser kriege ich es nicht hin. Ja, was kann man abschließend sagen? Ich sage nochmal schönen Dank an Bernd für die Gabe hier. Das war echt toll, dass ich den haben konnte und dass ich damit rumbasteln konnte und dass ich den jetzt funktionsfähig habe. Sehr schön. Hat mich wirklich gefreut. Es ist ein interessantes Gerät und es atmet so ein bisschen, finde ich, den Pioniergeist der 80er aus. Also der C64 ist dann schon so ein bisschen streamlined und ist schon klar, in welche Richtung das geht mit dem. Und hier ist es noch so ein bisschen so, kleine Firma irgendwie in Hongkong. Diese Ecke kann auch nicht so super groß gewesen sein, denn dann hier von so einem Mittelständler wie Trommelschläger halt vertrieben, so mit diesen Zeitschriften, Vereinszeitungsniveau und so. Also das ist so ein bisschen so, dass das, fand ich, wirkt so ein bisschen mehr so wie die Anfänge, ja, noch. Also die Anfänge waren an sich ja früher, war ja Ende der 70er, aber das hier ist noch so ein bisschen so, es reicht noch so da rein. Also das fand ich irgendwie ganz charmant. Also das war so eine gewisse Nostalgie, ohne dass ich jetzt für das Gerät selber irgendwie Nostalgie empfinden könnte, aber das war ganz witzig einfach. Von der Hardware an sich ist es natürlich nicht so fürchterlich konkurrenzfähig und deswegen ist es, denke ich mal, auch untergegangen, auch wenn es im Verhältnis günstig war, will ich nicht mal sagen, aber ein bisschen günstiger war als ein C64 oder so. Ja, es war nicht konkurrenzfähig, es hat keine Sprites, es hat schlechtere Grafik, es hat ein miserables Bild, es hat irgendwie die Peripherie, ist auch alles mehr so zusammengestöpselt, diese komischen Joysticks sind Käsekuchen, da kann man nicht einfach in den Laden gehen und irgendwas kaufen, also es ist so ein Ding, was man, ich sag mal, aus Versehen kauft und dann daran festhängt, weil man es eben hat. Aber irgendwie kommt man dann davon irgendwie weg. Und das hat auch Heinz Hübben gesehen und deswegen hat er diese Genie Data zum Beispiel eingestellt. In der letzten Ausgabe steht irgendwie drin, ja, viele haben den ja schon gar nicht mehr. Und deswegen hören wir jetzt mal auf, hier lohnt sich nicht mehr, auf Wiedersehen. Also ich würde sagen, es ist jetzt nichts, wo man irgendwie Hunderte von Euro ausgeben muss, um den in der Sammlung zu haben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, so wie ich die jetzt hatte, den zu kriegen, ist es eine witzige Ergänzung. Das soll es gewesen sein dazu erstmal. Dann sage ich an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und das dürfte dann vielleicht das Software-Video sein oder vielleicht mal ja noch was dazwischen. Aber es wird auf jeden Fall noch ein Software-Video geben und es wird wahrscheinlich noch ein Video zum Compiler geben. Also, Tschüss und bis zum nächsten Mal.